Angesichts drohenden Terrors, Vandalismus sowie Diebstählen und Einbrüchen ist man jetzt dabei, landesweit sogenannte Sicherheitspartner zu installieren. Eine Einrichtung, die in Kooperation mit der Polizei für noch mehr Sicherheit stehen wird und vor allem durch Überwachung die Bevölkerung vermehrt schützen soll. Und weiters, wie diese wörtlich genannt wird, eine wirksame, schlagkräftige Sicherheit für das Burgenland im wahrsten Sinn des Wortes darstellen soll. Die Sicherheitspartner fallen unter die Aktion 20.000. Dazu Burgenlands Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz, der für das Sicherheitsressort im Lande zuständig ist, in einer Pressekonferenz. Ich möchte Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Ja, vorweg gleich, ich war gestern beim Innenminister Herbert Kickl und wir haben einige sicherheitsrelevante Themen besprochen, ausführlich besprochen. Und es ist für mich sehr ehrenvoll, dass zukünftig natürlich alles, was den Sicherheitsbereich in Burgenland betrifft, natürlich in erster Hand im Innenministerium mitwirken kann und selbstverständlich natürlich auch aus erster Hand Ihnen berichten kann, was kommt auf das Burgenland zu und was kommt nicht auf das Burgenland zu. Grundsätzlich war gestern das Hauptthema das Thema Sicherheitspartner, das ja derzeit sozusagen in aller Munde ist. Und ich glaube, das war sehr wichtig, dass wir ausführlich über dieses Thema gesprochen haben. Grundsätzlich zum Bereich der Sicherheit ist es so, dass, und das freut mich ganz besonders, ja jetzt schon die Möglichkeit besteht, der Grenzraumkontrollen. Das heißt, dass ich ins Amt gekommen bin als Sicherheitslandesrat sozusagen, habe ich ja sofort gesagt, wir brauchen Grenzraumkontrollen. Damals hat die ÖVP und alle möglichen haben gewettert und haben gesagt, das ist unmöglich, das darf man nicht, das kann man nicht. Wir wissen alle, dass dann dieser LKW aufgegriffen wurden mit den vielen Toten und dass danach, was alles danach gekommen ist. Jetzt ist es wieder möglich oder jetzt ist es möglich, diese Grenzraumkontrollen durchzuführen. Ich bin sehr erfreut darüber. Das heißt, sollte es einmal die Grenzkontrollen nicht mehr geben, dann kann man vor der Grenze oder im Grenzraumbereich Kontrollen durchführen. Ich glaube, dass das sehr zweckdienlich ist, dass der Grenzverkehr nicht so belastet. Und außerdem kann man stichweise, selbstverständlich auch LKW herausholen, kann man stichweise kontrollieren. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, überhaupt, dass die Wichtigkeit besteht überhaupt darin, dass diese Grenzraumkontrollen natürlich auch dort abgehalten werden können, wo nicht nur ein großer Grenzübergang ist, sondern wo man auch über Feldwege in das ungarische Gebiet kommt. Also das ist sehr, sehr wichtig. Zusätzlich, das ist mittlerweile schon bekannt, wird es auch die Möglichkeit geben, wenn illegal ins Land kommen, dass man ihnen die Handys abnimmt und auch die Handydaten natürlich evaluiert. Das ist ganz, ganz wichtig, das hat es bis jetzt in dieser Form nicht gegeben. Zusätzlich wird es jetzt auch die Altersfeststellung geben. Das heißt, via Röntgen wird es definitiv dann die Möglichkeit geben, die Altersfeststellung. Es werden 2100 neue Planstellen geschaffen. Allein im Bereich der Cyberkriminalität werden 500 neue Planstellen entstehen. Das heißt, im Bereich der Sicherheit kommt einiges auf uns zu. Wenn man bedenkt, dass erst einige Tage oder Wochen die Regierung im Amt ist, da kann man schon erkennen, dass hier wirklich intensiv gearbeitet wird. Was besonders hervorzuheben ist, ist, dass im Sicherheitsbereich, das heißt im im Verteidigungsministerium und im Innenministerium keine Einsparungen in der nächsten Zeit vorgesehen sind, die nächsten 5 Jahre. Das heißt, der Sicherheitsbereich ist befreit von Einsparungen und das ist absolut wichtig, auch das anzuführen. Ja, ich habe dann dem Herrn Innenminister ausführlich das Projekt Sicherheitspartner vorgestellt und das ist ein großes Interesse auf ihn gestoßen. Er war sehr, sehr begeistert und er wird das natürlich jetzt nach Möglichkeit prüfen lassen, inwiefern es hier eine Zusammenarbeit mit dem Projekt gemeinsam sicher gibt. Die Vorteile dieser Kooperation mit den Sicherheitspartnern und Polizei werden natürlich erarbeitet und auch die Synergien gefunden werden, wo man mit den Sicherheitspartnern direkt dann mit der Polizei kooperieren kann. Das heißt, hier wird eine Expertenrunde sich damit beschäftigen. Ich glaube, dass das sehr sinnhaftig ist und ich glaube, dass das auch sehr zielführend ist, dass man sagt, okay, das Projekt Sicherheitspartner ist wirklich ein Projekt, das sich sehen lassen kann, vielleicht sogar österreichweit. Das heißt, es ist nicht nur so, dass es hier irgendeinen gemeinsamen Sichermenschen gibt in irgendeinem Wohnblock, sondern diese Sicherheitspartner sind präsent, die kann man erkennen, da sieht man in einem Auto unterwegs und das ist ja die Wichtigkeit, das bringt auch Präventivität, das für uns sehr, sehr wichtig ist. Und
Mein Ziel ist, dass diese Sicherheitspartner in jedem Bezirk des Burgenlandes zu installieren und vielleicht sogar als Vorreitermodell für ganz Österreich zu etablieren. Es ist so, dass, und das möchte ich unbedingt noch mal kurz erläutern, was machen Sicherheitspartner? Es ist deshalb wichtig, auch wieder zu erkennen, dass die Sicherheitspartner nicht nur sehr gut ankommen in der Bevölkerung, sondern Sicherheitspartner sind lückenlos in den Ortschaften unterwegs. Das heißt, in jeder Straße sind die Sicherheitspartner unterwegs, dort, wo wir jetzt gerade das Pilotprojekt haben. Das kann die Polizei nicht, das ist unmöglich. Das heißt, wenn man dort lückenlos unterwegs ist, dann hat man die Möglichkeit mittels Beobachtungen, da gibt es ein eigenes Tablet, wo diese Beobachtungen weitergeleitet werden, damit man, da kann man direkt mit der Polizei dann kooperieren und sagen, da ist mir das aufgefallen, da ist mir das Auto aufgefallen. Das heißt, wenn man das intensiviert, dann ist das ein Projekt, das sensationell gut ist. Ja, diese Sicherheitspartner helfen auch Menschen, die Hilfe brauchen. Die haben zum Beispiel geholfen, indem jemand aus dem Bett herausgefallen ist und dann hat man angerufen, die sind hingefahren, haben mit dem Mann wieder ins Bett geholfen, der war nicht gehfähig. Die helfen bei einer Starthilfe, wenn es sein muss. Die melden Straßenlaternen, die ausgefallen sind. Die melden Beschädigungen von Verkehrszeichen. Die melden Müll- und Glascontainer, wo das Glas herumliegt. Da gibt es Beispiele genug, wo in der Nähe von Kindergärten die Müllcontainer und Glascontainer übervoll waren, wo in der Nähe vom Kindergarten die Glasscherben gelegen sind. Die melden das sofort. Die schauen sich auch Gehwege an, die schauen sich Straßen an, die schauen sich öffentliche Projekte an, die kontrollieren öffentliche Projekte. Sind die Fenster geschlossen, sind die Türen geschlossen, die schauen, dass alles in Ordnung ist. Die kontrollieren Sportplätze, die kontrollieren Spielplätze, die machen auf den Spielplätzen die Menschen aufmerksam, bitte haut's nichts zusammen, bitte passt drauf auf, reden mit den Kindern. Die wirken präventiv, die sind auch unterwegs in den Ortschaften, wie gesagt, und melden auch, wenn es sein muss, verdächtige Fahrzeuge, die schon mehrere Tage auf einer gewissen Stelle stehen und so weiter und so fort. Und die sind auch direkt der Partner für die Bevölkerung. Und hier wollen wir auch natürlich die soziale Komponente hervorstreichen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieses Projekt wirklich ein einzigartiges Projekt ist, das sehr viel Anklang in der Bevölkerung finden wird, wenn es noch stärker ausgebaut wird. Das geht sogar so weit, dass die Sicherheitspartner auch schnelle Hilfe gewährleisten, und wenn man das vorantreibt, dann wird es auch so sein, wie schon gesagt, Apothekenhilfsdienst oder sogar die Post entleeren und so weiter und so fort. Und wenn man das in vier Punkten zusammenfasst, dann kann man sagen, die Sicherheitspartner tragen Verantwortung. Die Sicherheitspartner haben mehr Selbstvertrauen, auch dann natürlich bei Bewerbungen in ihren ursprünglichen Job. Also wenn die mal in einen Job kommen, dann haben sie natürlich auch die Möglichkeit, das Selbstbewusstsein ist wieder gestärkt, sich besser zu bewerben. Und da ist natürlich auch, liegt der große Vorteil darin, dass diese Sicherheitspartner natürlich in Zukunft, wenn man darauf achtet, auch plus 50 sind. Und das ist jetzt genau das Thema, auf das ich jetzt zurückkomme. Und zwar ist es so, dass das Ziel sein soll, dass diese Sicherheitspartner in jedem Bezirk des Burgenlandes etabliert werden. Und dann natürlich variabel einsetzbar sind in verschiedenen Ortschaften. Und die Sicherheitspartner werden höchstwahrscheinlich oder ganz sicher sogar jetzt doch über das Projekt 20.000 gefördert werden, weil die Sicherheitspartner, weil dieses Projekt schon vor dem 31.12. angemeldet worden ist und auch natürlich dort schon die Anmeldung erfahren hat. Deshalb, es werden alle Projekte, die bis zum 31.12. angemeldet wurden, auch bundesweit zur Umsetzung kommen. Da kommt jetzt auch das Projekt Sicherheitspartner hinzu. Wir wollen aber, und das liegt mir besonders am Herzen, und deshalb habe ich auch gesagt, ne, es ist wichtig, dass dieses Projekt 20.000 evaluiert wird. Was bringt uns das bitte, wenn es keine Nachhaltigkeit gibt? Wenn ich bis Mitte 2019 Jobs schaffe für plus 50 und dann sind sie plötzlich wieder weg. Das heißt, ich stehe nach wie vor dazu, dass das gut ist, dass man das ab erst einmal einstellt, die bestehenden Projekte lässt man, die natürlich angesucht haben, und dann eine Möglichkeit findet. Eine Möglichkeit findet, wo die nicht nach eineinhalb Jahren, wo die nicht nach eineinhalb Jahren sofort wieder sozusagen in der Arbeitslosigkeit versinken, sondern wo die auf Dauer nachhaltig einen Job haben, diese plus 50 Personen. Und da taugt es mir überhaupt nicht, zum Beispiel, wenn gestern im ORF der Martin Ganster den Herrn Landeshauptmann eine Frage stellt und sagt, was sagen Sie dazu, dass der Herr Landeshauptmann Stellvertreter sagt, im Freitag ist es nicht, dass das 20.000er Projekt eingestellt wird, da hat er aufgehört.
Und da kann er schon dazu sagen, warum ich das gesagt habe. Weil es wichtig ist, dass man evaluiert und dass es auch nachher mit Nachhaltigkeit fortgesetzt werden kann. Und das habe ich immer betont. Es hat ja keinen Sinn, ein Projekt zu machen, das dann zu Ende ist und alle diejenigen, die einen Job gehabt haben, sind dann wieder weg. Was soll das für einen Sinn haben? Ne? Das ist eine Kurzfristigkeit dieser alten Regierung, das keine Nachhaltigkeit hat, keine Zukunftsorientierung hat. Was soll das sein? Ne? Und da kann man nicht abrupt einfach so fragen, in der Bullinger heute sein und sagen, und der hat gesagt, das gehört weg. Also ich finde das nicht fair, dass man hier so agiert, zumal ich schon einige Male gesagt habe, mir ist es besonders wichtig, wirklich zu unterstreichen, dass dieses 20.000er-Projekt evaluiert gehört, weil ich möchte nicht, dass das Mitte 2019 aus ist. Was hat denn das für einen Sinn, wenn jetzt, ich sage mal, 150 plus bei irgendwelchen Vereinen tätig sind und danach kann sich der Verein nicht mehr leisten, dass er diesen plus 50 Menschen länger verpflichtet. Das heißt, hier muss es ein Konzept geben und dafür werde ich mich einsetzen, auch im Bereich der Sicherheitspartner, dass die auch nach 2019, nach Ablauf dieses 20.000er-Projekts, unter Anführungszeichen, vielleicht ist das schon vorevaluiert, vielleicht gibt es vorher schon eine Lösung, die wird es auch geben, wo dieses Projekt weitergeführt werden kann. Und dazu stehe ich und dazu steht auch die Bundesregierung, die neue. Und wenn man schon natürlich kritische Fragen stellt, dann ist das in Ordnung, ist das vollkommen in Ordnung. Nun muss man halt immer wieder darauf achten, wo liegt die Quintessenz und wo liegt der Weitblick derjenigen, die ein System auch natürlich verändern und evaluieren. Es bringt auch nichts aus meiner Sicht, die derzeitige Jammerei der SPÖ bringt aus meiner Sicht nichts, denn wichtig ist wirklich die Nachhaltigkeit. Es ist schon okay, wenn man sagt, wenn man verschiedene Meinungen hat, und das ist auch so im Land, das heißt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir weiterhin im Burgenland ohne Streit arbeiten, dass wir weiterhin im Burgenland für das Burgenland sehr gut zusammenarbeiten. Es wird selbstverständlich immer verschiedene Meinungen geben. Wir sind ja nicht verheiratet. Wir sind zwei Partner, die in einer Regierung arbeiten und da wird es halt verschiedene Meinungen geben. Aber wir werden weiterhin ohne Streit lösungsorientiert für das Burgenland zusammenarbeiten. In dem Bereich muss ich sagen, das ist ein Bundesthema, das auch das Land betrifft. Deshalb sage ich, bin ich wirklich froh, dass dieses Projekt, 20.000er-Projekt, evaluiert wird. Das war ja, wenn man das einfach so laufen hätte lassen und dann plötzlich war es Mitte 2019 vorbei gewesen, na was wäre denn das für ein Aufschrei gewesen? Das bringt die Verantwortung der neuen Regierung mit sich, hier wirklich tatkräftig daran zu arbeiten, dass solche Projekte nachhaltig auch Sinn machen. Alles andere macht ja keinen Sinn. Ich meine, das ist ja eine Augenauswischerei, wenn mich jemand fragt. Gut, und ich werde selbstverständlich mich einsetzen, dass diese Sicherheitspartner in allen Bezirken des Burgenlandes etabliert werden. Das wird auch so sein. Ich glaube auch, dass dieses Projekt ein sehr sinnhaftiges Projekt wird. Es wird sehr ausbaufähig sein, zumal eine Kooperation mit der Polizei seitens des Innenministers ins Auge gefasst wird. Auch deshalb schon, weil es ja jetzt das Projekt gemeinsam sicher gibt, österreichweit. Und da passt das Projekt Sicherheitspartner, das wir gestartet haben, sehr gut dazu. Vielleicht noch zwei, drei Termine. Ich habe auch mit dem Herrn Innenminister gestern ausgemacht, dass er zu wichtigen Sicherheitsterminen ins Burgenland kommt. Zum einen wird das der Sicherheitsgipfel sein, der nächste oder der übernächste Sicherheitsgipfel. Dann wird der Innenminister zum Tag der Sicherheit kommen. Und ich freue mich auch, dass der Innenminister auch zum Sicherheitspreis, der vergeben wird, in Burgenland kommen wird.